Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits dritten Staffel und der nun 74. Folge, heute in der Vorproduktion am 11.09.22. Bevor es aber losgeht, wie immer erstmal ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an der Yannick. Der Yannick hat nämlich am 11.01.22 das öffentlich sichtbare Abo hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber, du warst Numero 680. Der Yannick verschwindet jetzt aber wieder und der Timer wird gestartet. Und zwar, die frohe Kund sei verläutet. Der Warik ist erwachsen. Er ist Beritin. Und er wird unser nächster Baumeister, definitiv. Und dritter Schmied, sozusagen. Deswegen sage ich jetzt schon mal, nach einem Tag und 20 Stunden wirst du bei mir sein. Das ist sehr gut. Tritt über zum Trupp von Robin, genau. Steht hier leider immer noch nicht, wie lange es dauern wird. War, das ist schade, aber okay. Vorher muss ich aber natürlich hier nochmal in die Garnison reinluschern. Hier. Und gebe den einen Fußsoldaten, damit Warik hier auch einen Platz hat, ne? So, dann gehen wir in die Arena. Nee, halt. Vorher noch was gucken. Bei Brunn. Ausdauer ist das, okay. Abbruch. Zack. Nochmal mit ihm sprechen. Nochmal dieses Gespräch hier. Brunn, Ausdauer, Schmieden. Ja. Dankeschön. Ich möchte an den Fertigkeiten feilen oder ich möchte, um noch einen weiteren Fertigkeit zu feilen. Achso, bei der... Okay, kann ich bei einem weiteren Gefährten und hier bei derselben Person die Fertigkeiten. Okay. Das wiederum heißt, ich könnte bei mir selbst noch was machen. Aber jetzt erstmal nicht, nee. Erstmal nicht. Jetzt gehen wir wieder auf den Brunnen. Da ist er, der Gutste. So. Also, die Kohleeffizienz soll er bitte gerne weitermachen. Dann wiederum soll er bitte Stahl herstellen können. Und Feinstahl und Damaszenerstahl. Denn Warik wiederum wird derjenige sein, der immer alles einschmelzen soll. Genau, Warik soll alles einschmelzen, Brunn soll Kohle herstellen und die Stahlsorten herstellen können. Und später gibt es ja hier noch andere Dinge. Genau. Und jetzt bin ich immer überlegen, ob ich bei mir selbst auch nochmal umskille. Anstelle von Stahl könnte ich dann sagen, einschmelzen Bonus. Was keinen Sinn ergibt eigentlich. Ja. Weil Warik soll ja einschmelzen. Es soll einfach nur Warik einschmelzen. Gewinnt 3 Einheiten Roheisen aus einer Einheit Eisenerz. Wie ist das normalerweise? Achso. Moment. Aus... Achso, man bekommt dann aus einem Eisen erst nur 2. Ja, okay, ja. Daran habe ich eigentlich selten Mangel durch das wieder Einschmelzen. Seltenst habe ich daran einen Mangel. Ich bin da schon richtig hier. Moment, aber... da wollte ich hin. Da. Nee. Nee. Ich hatte nämlich gerade überlegt, ob das noch irgendwie was bringen würde, wenn ich... noch einen zweiten Einschmelzer dazu hole, sozusagen. Sodass ich halt Robin hier oben auch den Köhler gebe und den Einschmelzer gebe. Aber dann trotzdem wieder hier oben das Schmieden und die Chance beim Schmieden gebe. Aber nee. Ich sehe da jetzt so wenig Sinn hinter. Ja. Was wir brauchen, sind Level. Wir bekommen wir sie, indem wir alles hier machen und töten gehen. Gut. Trotzdem fällt mir ein, habe ich noch eine Sache fast vergessen gehabt. Und zwar muss ich hier nochmal in die Garnison. Und gebe jetzt 30 unserer Feldwebel weg. Und 20 der Bannerritter. Obwohl, das muss ich auch passen, wieder wegen Herde, ne? Ah, ich habe schon Herde-Malus. Ne, passt erstmal so.
gehen. Ich brauche hier drüben nicht zu helfen, denn zwei unserer befreundeten Familien, Servix-Armee und Aldrix-Armee, sind schon dabei, sie hier einfach mit der kompletten Übermacht zu zerdrücken. Das ist sehr toll. Das werden sie irgendwann auch von mir zurückbekommen. Aber jetzt gehe ich nach Apkoma. Während Varek noch auf dem Weg zu uns ist, können wir uns um die Garnison kümmern. Was ich letzte Folge noch angemerkt hatte, ein bisschen Truppenverlagerung. Weil in Apkoma 220 Mann ist echt zu viel, dann bringe ich die lieber nach Lageta. Also ein Teil davon. Die 30 jetzt in dem Fall. Vielleicht finde ich sogar ein paar Imperiale hier in der Garnison, was ich aber bezweifle. Ich denke mal, es wären größtenteils batanische sein. Nee, doch nicht. Es gibt tatsächlich auch ein paar Milizbogenschützen und sowas. Aber Milizbogenschützen, kommen, die können wir gleich entlassen sogar. Guck mal allgemein nach weiteren Milizen, aber sehe jetzt auf den ersten Blick nichts. Okay. Moment. Dann sage ich jetzt hier die Miliz raus. Ach, ich habe vergessen, die Gefangenen zu verkaufen. Natürlich. Irgendwas ist ja immer. So, das sind die, die später zu Fianz werden, ne? Ja. Das sind schon stärkere davon. Dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jeweils 15 davon rausgezogen, damit hier weniger sind. So. Was sagt jetzt die Nahrung? Ja, guck mal in der Schau. Das hat schon gereicht. Tatsächlich. So, wir gehen nach Lageta und bringen die dahin. Denn die Stadt sollte natürlich mehr Verteidiger haben als eine Burg, ne? Varek ist eingetroffen. Na wunderbar. Das ging schnell, mein Lieber. Das ging sehr schnell. Und Varek wiederum hat ja die Möglichkeit, eine Frau zu heiraten und dabei gleichzeitig in unserem Trupp drin zu bleiben. Apropos Reihenfolge wieder beachten, Robin. So, die drei Schmiede sollen oben stehen, damit sie halt in der Schmiede selbst schneller auswählbar sind. Und holla, die Weitfesammer, sehe ich das richtig, Varek? Ja, moin! Oh, das schreit ja schon förmlich danach. Achso, er muss jetzt... Ah, ich habe schon wieder vergessen, die ganzen Viecher zu verkaufen. Mann. Ja, aber schreit ja schon förmlich danach, dass er wirklich Hauptmann der Kavallerie werden möchte. Unseres vierten Trupps. Ja. So, Skills muss ich ihm auch noch geben. Die ganzen Perks und so. Der Erdteil hat eine neue Armee ausgehoben. Mensch, das geht ja richtig zackig bei ihm. Und Belagerung ist erfolgreich zurückgeschlagen worden. 51 Verwundete und 0 Verwundete. Wow. Okay. Na gut. Oh, ich sehe aber, hier sind knapp 100 gestorben. Ui, okay. Das waren 500 irgendwas, was sie vorher hatten. Ah, es tut mir leid, Schwiegervati. Es tut mir leid, aber ich musste mich auch um andere Sachen kümmern. Festung Garnison. Die Jungs hier rein. Wunderbar. Ich überlege, ob ich das nochmal machen kann oder ob es dann mit der Nahrung Probleme gibt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Warte, wo ist die Sicherheit? Hier. Und die wächst auch. Sehr schön. So lobe ich mir das. Ich mache das noch einmal, ja. Einmal laufe ich noch so eine Tour. Einfach nur, damit Apkoma endlich mal die Möglichkeit hat, besser zu wachsen. Da muss ich mich noch um die neue Festung kümmern. Da nochmal gucken wegen Gebäude. Weil ich nicht mehr weiß, ob ich da überhaupt gerade ein Bauprojekt drin habe oder nicht. Oh. Oh. Das nördliche Imperium hat eine Armee von uns besiegt. Perik, Morkon. Aldrick! Nein! Aldrick! Hier im Süden irgendwo muss das gewesen sein. Ach, herrje. Okay. Na, nur aber zackig hier.
Wer hat denn jetzt noch gelevelt? Ich selbst? Nee, wer dann? Ja, Warik, okay. Nee, Quatsch. Wo war denn nochmal Garnison? Hä? Ich bin... Ach, Mensch, ich bin in die Stadt gelaufen, ich Idiot. Ach. Es ist 4 Uhr morgens, verzeiht's mir bitte. Ja, wenn ich ja manchmal doch ein bisschen wirr bin. Ah, und ich hätte natürlich auch Gefangene verkaufen können und habe das jetzt auch vergessen, natürlich. Okay, also hier nochmal 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Wenn die erstmal Fianz sind mit den schönen fetten Zweihändern, dann ist die Stadtmauer sehr gut verteidigt, würde ich sagen. Bogenschützen mit fetten Zweihändern und dicker Rüstung, das ist schon mächtig gewaltig, Egon. Genau, ihr baut ja schon fleißig weiter, genau. Sehr schön. Sehr schön. Schönes Wachstum wieder jetzt an Nahrung. Das sehe ich doch gerne. Ja. Das wird die Armee sein, die Aldrich besiegt hat. Bin schon auf dem Weg. Mehr oder weniger. Ah, mir geht schon wieder Geld flöten, ne? Mann, Mann, Mann. Der Ted steht schon bereit. Und will helfen. Na Mensch. Hallo? Pause? Ach so, wenn ich hier den Cursor auf diesen Nachrichten habe, funktioniert 1, 2 und 3 drücken nicht für, Dingensbums, Zeit einstellen. Ah, Mist, die habe ich nicht gesehen. Ah, okay, das schaffen die. Wer ist es denn? Ah, Malgun! Na Mensch, wunderbar. Lösegeld, Freilassung von Faschorki, wo ist der denn bitte gefangen gewesen? Okay. Da muss ich doch mal eben was gucken hier. Gefangene? Ach, in Lageta stehen wieder haufenweise. Pfaffen, Alva und Jorik. Na Mensch. Das ist doch mal was. So. Ja, ja, ich weiß. Taverne? Da. So viel zu dem Thema, dass mir schon wieder Geld flöten geht. So, dann aber trotzdem noch die Garnison verwalten. Die 30 Mann hier wieder dazu. Dann haben wir hier schon mal 250. Das sieht doch schon viel besser aus. Und immer noch einen positiven Nahrungszuschuss. Überschuss. Ihr wisst schon, was ich meine. Treue wächst und Sicherheit wächst jetzt ebenfalls. Sehr schön. So lobe ich mir das. Warte, ich hab noch was vergessen. Ich hätte gerne meine Leute zurück. Mist, dann reicht das ja immer noch nicht. Sind die jetzt ganz unten einsortiert worden oder wo sind die jetzt? Hier. Die hätte ich gerne zurück, ja. Sehr gut. Okay. Dann Handel. Den Kladderadatschi wieder raus. Ist obwohl bei den Schilden hätte ich mal gucken können für Warik, ne? Naja, zu spät. Mach das jetzt nicht wieder rückgängig. So. Na gut, hier haben wir ja eigentlich nichts, ne? Und hier verhökere ich wieder den Bums, der kaum was wert ist, bis hin zum Puccio. Ja. Pferde, die im Überschuss sind. Falls ihr euch wundert, warum hier manchmal auch einfach so Pferde dazukommen, die ich vorher gar nicht erobert habe, es liegt daran, dass ich einen Perk habe, der durch Zufall ein zugelaufenes Pferd dazu holen könnte. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das ist, aber müsst ihr euch mal ein bisschen genauer dann umgucken bei den Perks im Allgemeinen. Aber das nehme ich gerne noch mit, dass ich hier wieder ein bisschen Reserve habe. Die sind nur Pferde, wa? Genau, die auch. Okay. Gut, und jetzt kümmern wir uns endlich um ihn hier. Also, was möchte ich mit ihm machen? Ah, Schmieden hatte ich gesagt. Ach, guck mal, im Baukunst hat er auch schon was bekommen. Wieso hat er was im Baukunst bekommen? Achso, weil er da schon so hoch ist, stimmt.
Baugeschwindigkeit von Nicht-Fernkampf-Belagerungsmaschinen, also Rambock und Belagerungstürme, um 10% erhöht. Und er persönlich, Trefferpunkte des ausgerüsteten Schildes wird um 30% erhöht, das ist schon mächtig. Oder erhöht den Schaden der ausgerüsteten Armbrust, wird er nicht bekommen. Dann das. Genau, Baukunst möchte ich mit ihm machen, da hat er ja schon Maximum einfach reingeballert bekommen. Schmieden möchte ich mit ihm machen. Er wird... Ja, blöd, will ich ihm Schild... Ja doch, ich will ihm ein Schild geben und eine Lanze eigentlich. So. Dann braucht er hier im Allgemeinen auch mehr Punkte. Hiervon wird er gar nichts brauchen. Reiten wird er brauchen. Hier hat er ja schon 6. Hier hat er auch schon 4. Dann geben wir ihm noch speziell für den Kampf nochmal extra 2 Punkte. Nochmal einen auf Reiten. Baukunst ist halt seine zweite Hauptaufgabe in der Truppe und das Schmieden ist halt die dritte. Ausstrahlung, Führung, Handel wird er alles nicht brauchen, weil er wird permanent mit uns reiten. Gebe ich ihm noch hier? Ne, komm, Kampf. So. Dann muss ich mir nochmal seine Ausrüstung angucken. Oh. Guten Helm hat er ja schon mal gekriegt, definitiv. Na gut, das alles hier ist natürlich für einen Poppes. Reitenskill muss er erstmal nach oben kriegen, damit er die anderen Pferde reiten kann. Kann ich dir denn schon eine Stangenwaffe in die Hand drücken? Das ist wieder ein Infanteriespeer. Hier, Ritterlanze. Lanze anlegen. Perfekt. Zack. So eine habe ich immer gesucht. Nur bestenfalls noch Waffenrang 6 oder so, keine Ahnung. Das könnte ich ihm noch zusätzlich geben. Nur noch eine Einhand dazu, ne? Ja. Wenn er den Nahkampf gerät, soll er wenigstens noch eine Einhand zur Verfügung haben. Dann hat er hier halt einen sinnlosen Slot extra. Obwohl, da könnte man sich auch überlegen, ihm irgendwann mal einen zweiten Schild in die Hand zu drücken. Wo ich jetzt natürlich keine habe. Na gut. Brunnen. Wurfgezeugs. Wurfgezeugs. Tolles Deutsch. Wurfgedöns wollte ich eigentlich sagen. Die Franziska? Nee, das sind Räuberwurfechse, keine Franziska. Schnitt 70. Geschwindigkeit 24. 93 Präzision. Ah ne, hier sticht deutlich höher. Ne, okay, dann passt das so. Alles klar. Bauprojekte laufen. Perfekt. Dann hat er schon automatisch ein Autosave drin. Sehr schön. Ach, deswegen heißt es auch Autosave. Gehen wir jetzt mal gucken, was hier los ist. Sehr schön, Armagun. Vielen lieben Dank. Oh, ich glaube, ja, der hat schon fertig mit denen. Okay. Natürlich. Lukon sitzt bei uns im Verlies. Entschuldigung. Ich probiere das jetzt nochmal. Vielleicht ist es auch von Gefängnis zu Gefängnis unterschiedlich, keine Ahnung. Oder Verlies zu Verlies unterschiedlich. Aber ich will jetzt probieren, ob ich mit ihm doch über Pendrike sprechen kann. Dann ist es wieder einer auf meiner Liste weniger. Und ich glaube, dann fehlt bloß noch einer oder zwei. Dann haben wir diesen Teilquest endlich mal erfüllt. Gut, hier wird er nicht drin sitzen, das ist klar. Hier sitzt er auch nicht drin. Ja, kann ich ihn nicht hier umversehen? Ach Mensch, da ist er doch. Hi, warte, ja, da, mit ihm reden. Wer seid ihr, was wollt ihr? Ich bin der Bliblablub und das kennen wir schon. Und ich kann mit ihm über Pendrike reden. Och, herrlich. Bitte, 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 liebe Zuschauer, bitte erinnert mich dran, war das, als ich das schon mal in dieser Staffel probiert habe, war das da genauso? Weiß das noch jemand von euch? Ich bin nämlich der festen Überzeugung gewesen, dass das nicht ging. Dass ich nicht mit ihm über Pendrike sprechen konnte, mit dem einen, den wir da schon mal gefangen genommen hatten. Entweder das oder es war eine Quest. Dass der eine Quest gehabt hätte, was aber dumm wäre, für ihn eine Quest zu machen. Also, da hätte ich mich dann selbst nicht verstanden, wenn ich es gemacht hätte. So, also gut, dann.
Ja, ich war ein niederer Offizier und der Retze starb. Vieles, was die Leute über die Schlacht sagen, macht nur deutlich, dass sie kaum etwas verstehen. Von Neretzes, von den Umständen, mit denen er sich konfrontiert sah. Neretzes war verpflichtet, die bartanischen Angriffe auf unser Land zu rächen. Er marschierte los mit allen Truppen, die er versammeln konnte. Die Vlandianer haben uns verraten. Aber was kann man von ehrlosen Barbaren auch anderes erwarten? Vorsicht, Freundchen. Das Schicksal war auf der Seite des Feindes. Wichtig ist, dass wir getan haben, was die Ehre verlangte. Vielleicht war es voreilig von Neretzes, unsere Infanterie in die Hügel zu schicken, um die Festung der Batania zu stürmen. Aber er dachte, er könne den Pass schnell erobern, bevor der Feind Zeit hatte, ihn zu befestigen. Wenn er die andere Wette eingegangen wäre und diese sich als falsch herausgestellt hätte, wäre ihm vorgeworfen worden, zu zögerlich zu sein. Ich blieb bei Neretzes, bis wir von der sturgianischen Infanterie zurück in unser Land gedrängt wurden. Und kämpfte dann auf dem Wall. Irgendwann konnten wir sie nicht länger zurückhalten. Ich habe nicht gesehen, was mit Neretzes und unserem Banner geschehen ist. Arenikus hat uns aus der Schlacht und wieder nach Hause geführt. Vorher hatte ich Arenikus nicht respektiert, aber an diesem Tag erkannte ich, dass er eines Imperators würdig war. Danke. Tschüss. Haus rein. Viel Spaß hier im Cluster. Obwohl, nee, wisst ihr was? Wait, Moment. Hä? Moment. Meine Festung. Meine. Ne? Nochmal festhalten. Gefangene. Da, Gefangenen-Symbol. In meiner Burg, in meinem Verlies. Gefangene verwalten? Ich darf sie nicht rausnehmen. Was sonst immer ging. Also, erneut einen Bug gefunden. Yay! So. Wir nehmen die hier mit zum Verkaufen. Einer fehlt noch. Och, come on. Einer fehlt noch. Oh! Damn it! So, hier hat die Treue natürlich ein Problemchen, aber ich glaube, wir könnten hier einmal ein Festgelände bauen. Na. 13 Tage? Wow, okay. Das wäre hier in dem Fall nicht ganz 26 Abzug. Ist okay. Kann man so machen. Ach, und guck mal, ich habe wieder rote Augenbugs. Ja. Okay, was hat der Ted jetzt eigentlich vor? Jalmaris wird belagert schon wieder? Ist sogar schon zurückerobert worden? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oder ich habe es verdrängt oder vergessen oder was auch immer. Aber ich muss auch gestehen, dass da hinten Jalmaris erobert wurde, hätte ich nicht gemacht an deren Stelle. Ich hätte Ortizia geschnappt. Eben weil das dann hier so ein richtig schönes Dreieck um das Gebirge gebildet hätte. Viel näher dran, wisst ihr? Na gut, hier sind keine Festungen. Ja, okay. Ja, aber es ist halt so ein Zipfelchen irgendwo am Arsch unserer Welt. Und ja, okay, ich sag nichts mehr. Nein. Alles klar. Lagita. Gefangene verkaufen. Eckart ist hier unterwegs. Sehr schön. Wer noch? Dagonik. Ingata! Oh, nochmal 6k dafür bekommen. Sehr schön. Achso, hier wollten wieder Gefangene rekrutiert werden. Das mache ich auch sehr ungern, weil das kostet auch wieder Moral. So, aber apropos Moral. Die Nahrungsvielfalt gefällt mir schon wieder nicht. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Nahrungstypen. Butter nochmal auffüllen. Habt ihr Trauben? Ja.
Und ich krieg dafür die Hälfte vom Getreide. So. Und da haben wir wieder Nahrungsvielfalt 3. Sehr schön. Ihr habt zwar Bier, aber nicht so viel. Oh, guck mal. Ich glaube, ich gucke gleich nochmal nach, wie viel jetzt die Werkstatt hier bringt. Na bitte, geht doch. Als wir das letzte Mal geguckt hatten, das war vor, ich glaube, 3 Ingame-Tagen, hat die nur einen Fuffi gebracht, ne? Jetzt ist sie bei 233. Das sieht man doch gerne. Dass Rohwald immer noch so wenig bringt mit der Schmiede, obwohl ein Eisenerz vorkommt, direkt gegenüber auf der anderen Seite der Schlucht ist, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber gut, es könnte auch daran liegen, dass da oben einfach die Kacke am Dampfen ist. Dass da ständig Plünderer unterwegs sind. Dass vielleicht auch ständig irgendwelche Quests in den Dörfern nicht erledigt werden und in der Stadt und so weiter. Kann natürlich sein. Hat mich jetzt aber nicht zu interessieren, sondern... Was dann? In Viron hatte ich einen Auftrag gegeben, genau. Servik, was machst du? Gersikos holt er sich. Oh, er kriegt ein bisschen auf die Schnauze. Dann gehen wir doch mal helfen. Unseren Freund von den Deyvalands. Freundschaften wieder auferleben lassen, ne? Ja, er kriegt ziemlich auf die Schnauze. Ich muss ihm schnell helfen gehen, ey. Oh, okay. Egal. Machen wir schnell rein da. Und so tun als ob, ne? Gehen die letzten 30. Ich frage mich auch, ob die der Zuwachs der, sortiere deine Worte. Wenn man jemandem helfen geht, kriegt man doch einen Zuwachs des Verhältnisses zwischen den Clans. Und ich frage mich gerade, wenn ich früher da gewesen wäre, ob der Zuwachs dann höher wäre. Wenn das einer von euch weiß, sehr gerne mir einfach irgendwie mal schreiben über Discord, Facebook, über die Kommentare, wie ihr wollt. Wäre sehr, sehr cool, wenn mir das einer sagen könnte. Komm, hier mach automatisch und wir sagen, Befehl, die regieren an, ist F6. Viel Spaß, Leute. Ich gehe ja nur helfen, von daher. Die letzten 30 Mann da oben, ich denke, die werden gleich einen Spaß haben. Spaß ihres Lebens. Und das, obwohl die Belagerung eigentlich auch ein kleiner logischer Fehler, ne? Ich meine, die Belagerung war schon im vollsten Gange und der Rambok steht auf einmal wieder hier hinten, ne? Ach, hallo Balliste. Eigentlich hätte es so sein müssen, dass wir hier reinstürmen mit unserer Verstärkung. Natürlich verhältnismäßig auf meine Performance-Settings hin alles so angepasst. Dass ich halt vielleicht nur mit 10 Mann reinrutschen kann, aber noch 180 in der Verstärkung hinten habe. In der Reserve hinten habe. Aber dass die Belagerung halt trotzdem noch schon im vollen Gange ist. Das hätte eigentlich so sein sollen, wie ich finde. Ah, da ist so einer. Was? Ah, ich dachte, der schießt auf mich. Kannst du nochmal da vorne rangehen, bitte? Da, da. Mist. Ach! Ecke getroffen. Oh, hi! Hast du gedacht, was? Oh! Arschkeks. Ja, hau ab, du Feigling! Ach, das war sogar der Schütze, wa? Also der Ballistenbetreiber, glaube ich. Nee, jetzt läuft da wieder einer hoch. Mist! Ach! Ja, aber unsere Schützen sind auch fokussiert auf ihn, wa? Ja. Na klar, wir sehen ja auch sonst niemanden hier, also... Ach, wisst ihr was? Geh mal weg, da Freundchen. Lass mich hier mal ein bisschen mitmachen. Hast du schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube in der ganzen Staffel noch gar nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Weil wir sonst immer Verteidiger hatten, die uns schon immer von oben das Zunder vom Feind nehmen haben. Warte, ich will mitmachen. Ich will auch. Ah. Da brauchen wir uns sonst nichts weitermachen.
Ja, das passiert hier automatisch. Einfach nur F drücken und dann ist es ein Automatismus. Also man kann das hier auch nicht irgendwie nochmal beeinflussen oder so. Zumindest soweit ich weiß. Ah, rechts ist gerade eine Leiter aufgestellt worden. Okay. Ich glaube, die haben keine Schützen mehr. Lasst mich ran da, Jungs. Lasst mich mit der Axt da ran. Lasst mich da ran. Geht doch. Nee, immer noch nicht. Der Feldwehr bevor mir ist wieder im Weg. Ah, hier komme ich aber ran. Oh Gott, die letzten drei Verteidiger. Oh, mutig sind sie ja. Ach, da sind die jetzt alle. Okay. Bitte quetsche tut mir nicht an. Ich schieß die da einfach runter. Ach, die sind festgebackt gewesen auch noch. Ach. Ja, die hängen da irgendwie auf der Leiter fest, ne? Würde ich sagen. Das sah schmerzhaft aus, Kumpel. Oh, wir haben tatsächlich noch einen verloren. Ist ja eine Sauerei. Lena hat noch jemand erwischt. Ach, Lena ist hier vorne? Nee. Wo ist sie denn? Frau! Schatz! Ach da, Mensch! Da vor mir steht sie. Nee. Nee, aber sie hat so einen ähnlichen Helm. Aber es ist ein Bannerritter. Ah, Servic. Ja. Okay. Hier tut er insgesamt meine Truppe gar nicht. Okay. 110 Gold, wow. Naja, es war bloß eine Garnison, ne? So, Baron Servic, Verhältnis 24, Wunderbärchen. Ah, die 20 Gefangenen kannst du mir gerne geben, das sage ich nicht nie. Marek, viel Spaß mit deinen neuen Handschuhen. Und deiner neuen Rüstung. Und deinen neuen Stiefelchens. Schulterplatte habt ihr hier keine, wa? Nee. Und den Bums hauen wir dann wieder für die Erfahrungspunkte rüber. Schild? Hat er tatsächlich eigentlich einen ganz guten, ne? Vor allem so einen sturgischen von der Art her, ne? Dieser Rundschild. Na gut, können wir verhökern. Nee, ist bloß ein Kotspeer. Nö, das hier wird eingeschmolzen. Ja. Wunderbar, eingenommen. Wahl hat begonnen. Hä? Ich dachte gerade, Wahl hat begonnen. Okay. Fake News! Nö, hier passiert nichts. Okay. Oh je. Er hat ein bisschen gelitten, ja. Kam ich ein bisschen zu spät. Allerdings frage ich mich jetzt, wo bringen die jetzt ihr Eisen hin, was sie hier produzieren? Weil in der Burg können sie es ja nicht verkaufen. Jetzt im Krieg bringen sie es natürlich auch nicht nach Epikrotea. Wäre Schwachsinn. Könnt mir vorstellen, dass sie das sogar nach Lageta bringen würden. Weil Priorität sollte haben die eigene Nation und dann natürlich, was ist am nächsten dran. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber müsste man halt sich wirklich mal hier hinstellen und einfach nur die Bauern, die hier rauslaufen, verfolgen. Also die wirklich begleiten mit dieser Links-Alt-Gedrücktheit-Funktion. Und hier ist eine ganze Armee? Nee. Gersikos. Nee, ich wollte schon sagen, der Typ heißt Gersikos? Nee, es ist Seranor. Das hier ist Silbererz tatsächlich. Und hier wäre nochmal Eisenerz. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in Friedenszeiten das nach Epikrotea bringen würden. Und da wiederum würde sich ja dann eine Schmuckschmiede richtig, eine Schmiede wieder lohnen. Okay, sorry, ich bin gerade irritiert, weil mein Aufnahmeprogramm hat gerade einfach den Chat aktualisiert, obwohl ich nicht live bin. Okay.
Jetzt geht's um die Abstimmung. Ich will sie nicht. Berikan? Ja. Ja, da bin ich auch dafür, oder? Hat Servik dafür gestimmt? Nee. Kann ich nicht auch Servik vorschlagen? Ich meine, der hat doch jetzt hier und so. Warte mal. Er ist Rotan. Und Servik? Ach nee, Quatsch, sehe ich doch drüben. Servik ist ja Dave Warland. Aber komm, ja, Berikan. Da stimme ich jetzt auch mit dazu. Auch wenn es die Entscheidung nicht großartig neu beeinflusst. Aber mit Berikan möchte ich das Verhältnis auch wieder ein bisschen aufbauen. Und ich hoffe, Ingata wird endlich mal wieder vorgeschlagen. Ja. Gut. So. Wunderbar. So, mein Freund. Das ist doch eine tatsächliche Armee. 25 davon sind Rekruten. 38 Wiegler-Rekruten. Boah. Bevor wieder was schief geht. Wenn man mit dem eigenen Trupp eine ganze Armee zerstört, läuft irgendwas schief, oder? Aber gut, okay, eine richtige Armee ist es auch nicht. Ach, wir kennen uns sogar schon ein bisschen, okay? Ja, du weißt schon, dass wir Krieg haben, oder? Wirklich? Ja, haben wir. Okay, wenn du dich nicht ergeben willst. Also theoretisch müssten wir links von uns einen Fluss und rechts von uns müsste es bergauf gehen. Und jeweils hinter uns und vor uns müsste ein Wald sein. Theoretisch. Horse archers! Naja. Nah dran. Also, ja, okay. Es ist ein bisschen seitenverkehrt vielleicht. Ja. Also, wir sind von hier gekommen, theoretisch, ne? Wir sind von da gekommen. Links der Fluss. Rechts sollte es bergauf gehen und vor uns und hinter uns Wald, das hat nicht ganz so hingehauen, weil hier ist eigentlich überall Wald. Aber ist okay. Kann man so machen. Vor allem, weil ich jetzt die Flussseite bekommen habe hier. Auch noch ein schwieriges Gelände direkt am Fluss, sehe ich das richtig? Ja. Ist ein Nachteil für unsere Kavallerie auf jeden Fall. Oh, hier ist ein schöner Spot für eine kleine Armbrusttruppe eigentlich, aber meine ist schon wieder ein bisschen zu groß dafür. Theoretisch könnte man sich sogar überlegen, die mal aufzuteilen. Dann fehlt mir aber da wieder der Hauptmann. Und ich habe das echt gerne, wenn wir Hauptmänner drin haben. Apropos Hauptmann, bevor ich es wieder 10.000 Mal vergesse, Warik, viel Spaß mit deinem ersten Kommando. Na gut, der Gegner wird sich bestimmt hier hinten irgendwo verschanzen. Falls er es nicht tun sollte, falls er wirklich über den Fluss kommt, kann ich meine Armbrustschützen hier aufstellen. Ja, deren Rücken decke ich mit der 3. 4 kann hier schon durchballern und die 1 wird hier unten stehen. Einfach nur stehen. So. Variks Kommando hier. Warum die sich immer so unterschiedlich aufstellen, verstehe ich auch nicht. Es hat auch nichts mit dem berittenen Bogenschützen zu tun. Das war vorher schon so, falls ihr meint, dass das der Grund sein könnte. Und mir fällt auf, dass hier nicht mehr 50-50 ist. Da habe ich irgendwann mal versehentlich was verstellt. So, nochmal vorsichtshalber die 4 hier hingeschleudert, genau. Gott, dann hatte ich ja schon jetzt die ganzen Schlachten über... Ah, nein! Fuck! Dann hatte ich jetzt die ganze Zeit über... Kein ausgewogenes Kräfteverhältnis pro Flanke. Okay. Krasses Pferd. Ah, ich glaube, die schnappen sich einen Hügel. Glaub nicht, dass die kommen. Archers! Forward! Footmen! Move!
Ich glaube, die schnappen sich die Flussseite und bleiben da stehen. Achso, Feuer anstellen. Genau. Naja, das sieht nicht aus, als wenn der über den Fluss gehen möchte. Echt jetzt? Echt jetzt? Oh, okay. Vier kommt dahin. Eins mir nach, zwei mir nach. Das habe ich jetzt wieder gedrückt hier. Moment. Achso, war schon richtig. Aber damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, ne? Er stellt sich im Fluss auf. In Kreisformation, ach, weil er Angst vor meiner Kavallerie hat. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Apropos Kavallerie, drei, geh mal da hinten stänkern. Zwei, nee, zwei kann man da unten aufstellen. Ja. Zwei, komm dahin. Eins, einfach direkt dahinter. Oh, ihr könnt es schon gerne mal so aufstellen. Die vier geht da hinten stänkern. Aber erst, wenn sie rüber sind über den Fluss. Der hier hat's aber ganz eilig gehabt, ne? Der eine Feldwebel hier. Der Rest der Bande ist noch nicht mal da und er steht schon hier. Okay. So, hat denn die zwei eigentlich eine lockere Formation drin? Ne, noch nicht. Aber jetzt. Und wir stellen sie auch so auf, dass möglichst alle schießen können. Haben wir einen guten Winkel? Jo. Feuer frei. Die schießen ja zurück, spinnen die? Oh, das sieht man doch gerne, oder? Da oben rechts. Oh, der Mord, sehr gut. Eine Salve und locker 10 Mann waren es, glaube ich, oder? Schönes Ding. Schönes Ding. Achso, die 4 nicht vergessen. Die soll sich da mal... Och, die 4 hat schon im Alleingang. Okay. Oh, warte mal. Ich sehe gerade meine Kavallerie auf der linken Seite. Wird ein bisschen niedergeschossen, weil der Bogenschützen-Heini, die darauf befehligt hat. Ein Charge. Wow, Vorsicht, Junge! Okay, wir gehen mit rein. 4, jetzt auch den Charge. Ja, immer noch kein Kinderheld, wie oft noch? Das geht auch für meine Leute, nicht nur für mich. Oh, endlich mal wieder Schläge von der Seite, aber sie werden auch wieder blockiert von den eigenen Leuten. Mann! Oh, hey, komm mal her hier! Mit dem Musik rein! Komm, 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 du! Ich habe mein Angebot für dich, was du nicht ablehnen kannst. Okay, jetzt hat die Patenstimme vergessen dabei. Löchen! Was? Geht doch. Guten Tag. Vorsicht, Mücke! Oh, nicht gesehen, aber draufgehauen, okay. Nein! Oh, gut. Deswegen, liebe Leute, habe ich so doll auch meine Truppen abgegeben. Der eine oder andere hat es halt mit einem, ja, lächelnden Auge ein bisschen kommentiert gehabt in den letzten Folgen. So nach dem Motto, es ist krass, wie Achtung auf deine Truppen gibst und dass du so wenig wie möglich verlierst und bitte. Habe ich auch als Kompliment hingenommen. Aber es war alles Vorbereitung für genau sowas hier. Wenn du eine Truppe hast, die fast ausschließlich aus Elite besteht, kannst du einfach mal eine Armee aus 2 Trupps zerlegen, ohne dass du Einflusspunkte ausgeben musst, um selbst eine Armee zu erstellen. Und mit so einem Trupp, wie ich ihn hier habe, wenn ich rechtzeitig selbst in einer Festung bin, kann ich perfekt verteidigen. Solange die Belagerer selbst nicht irgendwie über 1000 Mann sind. Ich habe trotzdem einen verloren, einen Bannerritter, das ist sehr ärgerlich. Oh, und Level up. Sehr schön. Oh, er wird gleich mein bester Freund hier, oder?
So, 126 Gefangene, immer her damit. 12 Level Ups, geil. Ja, und da eine Bannerritter, okay, aber den können wir schnell nachrekrutieren. Sobald ich mal rübergelaufen bin. Ins flandianische Gebiet. So. Die Stiefel könnten für Warik was sein, sind sie auch. Die Handschuhe hat er schon. Und wieder ein kleines Upgrade für seine Rüstung. Haben wir hier irgendwo mal Schulterpanzer? Nö. Nee. Na gut. Zur Not kaufe ich ihm welche. Diese Bärenpelze oder so, die sind ja gar nicht so teuer, weil ich mich richtig erinnere. Ah, ich hab vergessen, den Rest durchzugucken. Mist. Wegen Waffen und so. Ach, Schiete. Na gut. Mal gucken, wer sich hier schon wieder hochgeheilt hat. Sehr schön. Detef, was machst du? Du willst Burg Urtelein belagern, ja? Zum 70. Mal wahrscheinlich. Das ist so hirnrissig, ne? Aber gut, ich meine... Ne? Ja, also, ne? Obwohl das Ding eine coole Position hat hier unten, ne? Oder ist hier ein Durchgang? Nee. Man kann nur von einer Seite her angegriffen werden, ne? Wenn man Ortesia kontrolliert, kontrolliert man theoretisch auch den Zugang hierhin. Theoretisch. Ich bringe mal schnell Gefangene weg. Und dann gehe ich noch schnell einen Bannerritter rekrutieren. Oh, 1000 Mann. Für eine Burg. Nein. Achso, warte, es geht um... es geht um Warik? Ira. Ira soll geheilt. Wer ist denn Ira? Gibt's nur die hier. Ira von Petros. Die ist reich. Nee, der ganze Clan ist reich, so rum. Von Ragea. Südliches Imperium. Ist das wirklich sie? Oha. Das ist ja eine super Braut. Aber es ist halt südliches Imperium, ne? Und gleichzeitig wiederum Imperium ist auch geil, weil dann könnte man sie wiederum einsetzen. Als Statthalterin. Und solange ich nicht bei Nogand und seiner Frau sehe, dass da Nachwuchs kommt, muss ich auch nicht befürchten, dass ich dann Warik wieder abgeben muss. Wie ist sie so drauf? Geizig, kühn, grausam und impulsiv. Der arme Junge. Wie alt ist sie? 28. 10 Jahre älter. Die wird die Hosen anhaben, du. Die wird sowas von die Hosen anhaben. Die wurde gefangen genommen. 14. Sommer 89? Ach, es war Jahre her. Dem Oberhaupt des Clans Petros. Das ist wirklich sie. Sie schlägt eine Heirat zwischen ihrem Clanmitglied Ira und Warik aus eurem Clan vor. Die beiden scheinen gut zueinander zu passen. Nehmt ihr an? Annehmen. Eine hübsche ist er ja. Und coole Werte hat sie. Und sie ist größer als er. Das spricht so viele Bände, oder? Zum Thema, wer die Hosen anhaben wird. Obwohl, es muss natürlich nichts heißen. Mit der Körpergröße. Ach Mensch, hier sind ja auch die Clan-Banner, das sehe ich jetzt erst. Und da ist Nogand. Und wo bin ich? Ich glaube, hier ist Nogands Frau oder Mina Schwarz. Das sind alles unsere... Hier ist Nogands Frau. Das sind alles unsere Leute. Unsere Clan-Mitglieder. Aber ich selbst war nicht zu sehen, witzigerweise. So, checken. Mitglieder. Tada! Au, Junge. Au, Junge.
Da kommt mir doch glatt eine Idee. Ira kann eine eigene Truppe führen bei den Werten, die sie hat. Und das hat sie ja vorher schon getan. Moment. Ah, okay. Das ist schon automatisch verteilt worden. Das ist cool. Ah, die hat ein bisschen weniger Level als ich, wie ich gerade sehe. Ja. Wer ist eigentlich der mit dem höchsten Level in unserer Familie? Ich, so wie es ausschaut. Ja. Ich bin sogar schon vom Level her höher als Nogand, witzigerweise. Oh, und Varag wird hoffentlich schön schnell aufleveln, damit wir hier noch mehr Perks vergeben können, Leute. Also ihr seht schon, was das für einen Vorteil hat, wenn man die Zeit auch wirklich hat, den Nachwuchs durch die einzelnen Etappen durchzumanövrieren. Intelligenz 8, Ausdauer 5, Elan 7. Schon relativ viele Fokuspunkte verteilt auf diversen Gebieten und der ist gerade mal Level 1. Der kriegt natürlich genauso viele Fokuspunkte und Attributspunkte wieder dazu, so wie wir es von Anfang an bekommen haben. Nur, dass unsere Startbedingungen geringer waren mit diesen Verteilungen hier. Entschuldigung. Ira kann eine eigene Truppe führen, die ich wiederum kostenlos zu mir holen kann. Und ich sag's mal so. Sie als Imperiale könnte mir theoretisch gesehen eine Truppe berittener Bogenschützen anführen. Was hatten die für eine Ausrüstung? Ach, die kann ich gar nicht sehen, weil sie gar nicht bei mir ist. Ah! Na gut. Okay, ich wollte jetzt trotzdem Gefangene verkaufen gehen. Rebellen in Jamaris haben die Waffen ergriffen. Aha! Aha! Durch diese ständige Hin- und Her-Erobere. Oh. Ich? Stimmt, ich hab gelevelt. Voll vergessen. Was mache ich? Wer bin ich? Wo bin ich? Was tue ich? Ich weiß es nicht. Ja, hier muss endlich mein Attributspunkt dazukommen. Und es reicht noch nicht mal. Scheiße. Ich bin überlevelt, was das angeht. Aber ich kann trotzdem die Perks bekommen. Es dauert halt nur deutlich länger dann. So, Zweihand. Bringt auch nichts. Will ich stattdessen was anderes machen? Taktik ja eigentlich schon, ne? 3% mehr Schaden in allen Schlachtsimulationen. Ach ne, ich simuliere ja nichts hier. Truppen eurer Formation erhalten 1% mehr Schaden gegen alle Truppen, oder? Simulation möchte ich nicht, gegen Banditentruppen möchte ich auch nicht. Kein Moralmalus für ungeordnet Status in Schlachten? Beim Ausfallen oder wenn ihr angegriffen werdet? Ach so, wenn man belagert wird, kann man ja einen Ausfall machen. So ist das gemeint, okay. Ich verliere 25% weniger bei belagerten Ausbruch, nee. Verringert die Dauer des Ungeordneten. Was bringt denn das hier überhaupt? Alles nur für Autoschlachten. Oder das meiste, sagen wir so. Das meiste ist für Autoschlachten. Lernen damit nur. Oh, obwohl hier 50% mehr Einfluss durch gewonnene Belagerungen. Wenn eure Taktikfertigkeit größer ist als die des Feindes, erhaltet ihr in der Simulation. Ah! Ein Bonus proportional zur Differenz. Man, warum immer nur Simulation? Also Simulation heißt in dem Fall Autoschlachten und die möchte ich ja nicht machen. Trupps, die ihr in eure Armee gerufen habt, bewegen sich 10% schneller zur Armee. Okay, das ist was Cooles.
sind 15% weniger Einfluss nötig, um einen Trupp in eure Armee zu rufen. Trotzdem aber hier mal wieder einen mehr draufgeben. Ich bin ja eher so ein Allrounder hier, ne? Ich habe so viele Skills überall verteilt, so ein bisschen. Ich glaube, wenn ich einen neuen One mache, dann würde ich sagen, Schmied fällt da schon mal komplett raus bei ihm. Und ich müsste mir noch mal das ein oder andere im Handelsdingensbummens angucken, ob es sein kann, dass ich Leute mitnehmen kann, die dann... Ach nee, Quatsch, die gehen ja dann in den Handel nicht. Stimmt, ich wollte gerade sagen, dass ich Gefährten auf Handels gehen könnte, aber... Meine Mitglieder hier, meine Gefährten, die skillen ja gar nicht im Handel. Können sie ja auch gar nicht, weil ich betreibe ja den Handel, wenn sie mit mir laufen. So, und wer noch? Mina? Oh, Mina hat hier nochmal was bekommen. Hä, schon wieder? Hatten wir ihr das nicht schon gegeben? Ah nee, das wird Alda gewesen sein. Ja, okay. Gut, passt. Taverne. Hau weg den Lachs. Handel. Hau auch den Lachs hier weg. Lol, warum habe ich das nicht vorher schon nach Typ sortiert, wenn ich verkaufen möchte? Ich bin aber auch manchmal wirklich sowas von dermaßen neben der Spur, oder? Nee, die Butchis wollte ich behalten. Hier könnt ihr wieder ein paar Midlands haben. Schlachthaus nehme ich gerne mit. Na gut, nahrungstechnisch sollte... Ja, wir haben die 100. Oh, wir haben sogar Nahrungsvielfalt 5 ist möglich. Achso, weil ich Oliven dabei habe. Habt ihr Oliven hier? Nö. Oder ich sehe sie einfach nicht. Man kann bis zu 5 Bonus rausziehen, okay. Wenn nicht sogar noch mehr. Wenn ich ihnen jetzt Bier hinstelle. 6. Pro Nahrungsart plus 1 auf die Moral. Okay. Aber die 15 Bier bei den 200 Mann. Da gibt es nur Mord und Totschlag. Weil Bier alle. Ich wollte einen Bannerritter rekrutieren gehen, genau. Wenn wir ja an Usank, geht ja relativ schnell. Ja, problematisch wird es dann, wenn ich mit diesem Prinzip weitermachen wollen würde, dass ich sage, ich behalte immer nur Vlandiana in meiner Truppe und dann aber hinten in Kusait am Kämpfen bin. Wenn ich dann Verluste erlitten habe und dann zurückreiten möchte, um die Verluste wieder aufzufüllen, bis dahin kann der Gegner schon mal 3-4 Städte zurückerobert haben, bis ich zurück bin. Warte, wie viele brauchte ich jetzt wieder? Ach, nur einer. Okay. Ah. Das läuft. Das läuft. Eben weil alles über sehr lange Zeit hinweg ein bisschen vorbereitet. Das ist schön. Das ist so richtig schön. So, da geht einem das Herz auch auf als YouTuber, muss ich gestehen. Wenn sowas dann endlich mal funktioniert. Nachdem man sich lange darauf vorbereitet, also lange darauf hingearbeitet hat, sagen wir es so. Ah, Primessos hat schon wieder ein Problem. Oh, Usank selbst auch. Hä? Nee. Keine Mission. Warum wächst die Feuerstelle nicht? Ach, weil ich gerade hier drin bin wahrscheinlich. Wartet mal. So. Nee, auch nicht. Hä? Handelsgebundene Siedlung steht jetzt hier. Karas, ach, guck mal einer, schau. Das ist neu. Das habe ich noch nicht gesehen bisher. Hier steht, wohin die ihre Oliven verkaufen. Moment.
Schweinis. Nach Lageta. Okay. Das hier? Lageta. Das hier? Lageta. Ha! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das Silber? Lageta. Das geht nach Epicotea, wa? Ja. Trade-Bound Settlement. Handelsgebundene Siedlung. Ist ja verrückt. Rohwald. Hätte mich auch stark gewundert, wenn nicht. Aber das hier ist Ostikan. Ostikan bringt Felle hin. Aus den Fellen selber machen wir aber kein Leder. Was habe ich denn in Ostikan überhaupt für ein... Ach, gar nichts. Das könnt ihr erklären. Sind das die Datteln? Nee, Flachs. Das soll Flachs darstellen? Das sieht aus wie Datteln, oder? Okay. Oh, das Getreide geht nach Rohwald. Das hier geht auch nach Rohwald. Ei! Das erklärt, warum meine Brauerei in Oxhol so scheiße läuft. Pravent? Pravent. Was habe ich in Pravent stehen? Auch nichts. Jetzt reicht's aber langsam mal hier. Ich brauche mehr Werkstätten. Ah! Geht natürlich erst, wenn ich hier weitermache. Ne? Was ist Unterstützer? Ach, das werden Karawanen sein. Nee. Was ist Unterstützer, liebe Entwickler? Was habt ihr hier schon wieder verborgen für uns? Es kommt ja auch noch das Thema mit Stufe 1, 2, 3 und so dazu. Ne? Aber Upgrade geht halt irgendwie noch nicht so. Lol, doch, Felle. Wir brauchen Felle. Moment, ich muss jetzt nochmal gucken hier. Das geht nach Ostikan, ne? Dummerweise ja. Das auch. Aber zweimal Silbererz eigentlich nach Rohwald. Warte mal. Mann, ich drück immer falsch. In Rohwald könnte ich doch auch... Ich wechsle jetzt hier auf die Silberschmiede, verfluchte Axt. Ja, nimm die 2000. So. Und Oxhol? Was könnte ich da Gutes tun? Na klar, ich könnte ja, wenn das mit der Silberschmiede hier nicht so gut laufen sollte, kann ich hier auch nochmal auf Brauerei wechseln, ja. Aber ich würde behaupten, das läuft gut. Wer zweimal Silbererz wird rübergefahren nach Rohwald. Das geht nach Penkennock? Das hätte ich nicht gedacht. Das heißt, in Penkennock würde sich eine Töpferei gut anbieten. Habe ich was in Penkennock? Nee, habe ich nicht. So, Oxhol. Was kann ich in Oxhol Gutes tun? Shit, auch keine Trauben. Flachs geht nach Oxhol, aber nur einmal. Einmal. Ah nee, es geht ja doch zweimal Getreide rüber. Nee, doch nicht. Hä? Mano. Ja, die bringen nach Marunat, verständlicherweise. Also Töpferei hier in Penkennock würde sich anbieten hier. Ja. Oder Wein. Eine Kälterei. Würde sich auch anbieten. Aber was mache ich jetzt in Oxhol, verdammt? Wo liefert ihr die Oliven hin? Nach Garland? Okay, und ihr?
Nach Herkulan. Ah! Ja, das ist natürlich ungünstig aufgeteilt. Aber ich bin fast am Überlegen, ob ich die Brauerei in Oxhol aufgebe und stattdessen in Ostikan noch eine Gerberei mache. Ach Quatsch, hier. Ja. Das geht dann nach Rowald, ne? Ja. Hast du auch ein handelsgebundenes Ding? Nee. Weil das wäre cool gewesen, wenn man jetzt hier eine automatische Handelsroute hätte nachverfolgen können. Um zu wissen, okay, der bringt die Fälle hier nach Rowald und Rowald werden sie nicht verarbeitet, also bringt er irgendwann den Überschuss, den wir dann dort nicht brauchen, nach Ostikan. Vielleicht funktioniert es auch so. Oh. Na gut, Leute. Um die Werkstattfrage mache ich mir nochmal ein bisschen Gedanken, aber ich sehe gerade, ich bin dezent über die Zeit geraten, schon wieder einmal. Was ich mir überlege, erfahrt ihr einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet also einfach morgen wieder rein. Ciao.